Nachdem wir in der letzten Mission gewonnen und trotzdem versagt haben, folgt nun eine sinnlose Füllermission. Unsere Aufgabe ist es, jeweils 50 Level 3 Schwertkämpfer, Bogenschützen und Rucksackkatapultisten zu diesem Treffpunkt zu bringen. Oh, und 10 Kriegsmaschinen, weil es so schön ist. Ernsthaft, was geht hier ab? Mindestens 3 der anwesenden Völker wissen, dass Kriegsmaschinen nutzlos gegen das dunkle Volk sind. Und abgesehen davon, dass die Trojaner mehr Soldaten beisteuern als die anderen 3 Völker zusammen, sehen die Römer keinen Anlass, Bogenschützen mitzubringen, während die Wikinger ihre Axtkämpfer zu Hause lassen. Zum Glück ist diese Mission wieder gut zu cheesen. Der kleine Berg enthält Kohle, Eisen und Gold. Eine weitere Goldader befindet sich an diesem Hang in der Nähe der östlichen Küste. Damit haben wir also alles, was wir brauchen. Hinter den westlichen Flüssen befindet sich außerdem ein Bauplatz für eine Werft. Hier habe ich auch später die Waffenschmiede gebaut, um die wir wegen der nötigen Rucksackkatapulte nicht herumkommen, aber damit solltet ihr warten, bis eure Siedlung gesichert und zumindest die 10 Katapulte auf der anderen Insel und damit aus euren Füßen sind. Sichert außerdem eure Grenzen. Über die Bergkette hinweg zu expandieren ist aber den Aufwand nicht wert. Bis ihr soweit seid, wird das dunkle Volk diesen Bereich gründlich verseucht haben. Denkt daran, dass ihr als Trojaner mit Mana keine Brotproduktion braucht, für Fleisch kann notfalls ein Jäger sorgen. Sobald eure Armee am Treffpunkt ist, steht euch das Finale dieser Kampagne endlich offen.